weil ich habe einfach so gedacht, ja, ich werde ein Klassenguides machen über die Man of War auf WoW und ich würde sagen. Ein Klassenguide über die Man of War. Leute, das ist ja nicht, das kann ich ja besser. Als normale Waffe ist eine richtig solide Waffe auf jeden Fall, hat, macht sehr viel Schaden und die Präzis von der echt sehr gut. Aber ich packe sehr gerne das LV-Visier drauf, dass man einfach noch eine viel... Dein Ernst, Digga? Du packst LV drauf? So Leute, mir reicht's. Jetzt zeige ich euch mal eine richtige Waffe mit richtigen Aufsätzen. Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf dem We Are One Gemeinschaftschannel. Und auf jeden Fall, ich bin's Squeezy, nach langer Zeit bin ich mal wieder mal am Start. Und ja, wie ihr schon im Pre-Intro gesehen habt, ein Klassenguide. Und auf jeden Fall, ich bin besser als Pexogan. Und ja, heute gibt's die Skyage, wie ich sie so spiele. Und ja, fangen wir mal an. Und Leute, bevor ich anfange mit dem Klassenguide, Leute, auf jeden Fall mit den ganzen Aufsätzen mit Pexogan, spielt die Man of War. Es ist so lächerlich. Mit dem Spiel nur No Hand. Da spielt Vanix auch mit dem ganzen Visier. Leute, glaubt an mich. Wirklich, glaubt an mich. Ich zeig euch eine gute Waffe mit richtig guten Visieren und so, der auch Pentanukleas macht, mit der Quadnukleas macht, mit denen ihr 300 plus macht. Leute, glaubt mir und glaubt nicht an Vanix und Pack sogar. So, fangen wir mal an. Also, es geht um die Waffe Skyage, also BO2 und nicht BO3. Leute, wir spielen nicht um BO3 heutzutage. Das Spiel ist sehr out. Und auf jeden Fall, packt euch auf die Skyage. Leute, keine Aufsätze, nur Tarnungen. Leute, die Sibirien-Tarnung, die ist übelst, Alter. Die ballert rein, die hat jeder im BO2. Und ja, also fangen wir mal mit den Aufsätzen an. Also ihr packt euch auf die Skyage ED-Tech, Leute. Diesen Visier, Alter, da fickt man jeden, da hat man die 100er Präzision des Todes. Da hat man besseres M als Visca Barca, Leute. Also auf jeden Fall ED-Tech und Leute draufpacken. Und nehmt euch am besten noch Schnellfeuer mit, weil damit schießt ihr so scheiße schnell. Aber ihr verzieht null, wisst ihr, verzieht einfach null mit dieser Waffe, wenn ihr Schnellfeuer draufpackt. Und noch als dritter Aufsatz. Ihr müsst natürlich mit Primärwaffe spielen, sonst geht das natürlich nicht. Nehmt ihr euch bitte, wirklich, glaubt mir alles, wirklich, glaubt mir alles, mit der Waffe, Alter. Nehmt ihr euch den Werfer mit, Leute. Da fickt ihr jeden. Da braucht ihr nicht mal eine Granate mitnehmen. Also nehmt euch bitte. Der Werfer, der macht alles. Leute, der bringt euch bis zur Nuklear. Der macht euch die Nuklear. Also nehmt bitte den Werfer mit. Der fickt die Gegner. Und wehe, Leute, und wehe, ihr glaubt mir nicht, ne? Und wehe, ihr spielt mit diesem Aufsetzen nicht, ne? Ich komm zu euch und stech ab. Ah, man, komm. Also auf jeden Fall, Leute, das ist alles so eine Parodie von Peck sogar, weil er hat ja auch so einen Klassenguide gemacht. Also nicht ernst nehmen und ihr könnt ruhig mit den Aufsätzen spielen. Ich spiel's natürlich nicht, ich spiel komplett anders. Und auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall Like und Kommentar da. Und jetzt denkt ihr euch, wieso genau Pexogan? Wieso hast du denn genau nachgemacht? Ich nehme zurzeit so Pexogan so. Ich mache jetzt zurzeit so Jokes mit ihm, weil er hat ja seinen 600 Abo-Track so vor ein paar Wochen hochgeladen oder so. Und dazu kommt noch ein Video oder so ein Pre-Intro auf meinem Kanal. Also, wenn ihr sehen möchtet, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich werde unten verlinkt sein, ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall Pexogan, auf jeden Fall gutes Video, Digga. Und ja, auf jeden Fall lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute.